Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Heute ist es soweit. Amars Creative Showdown Teil 2. Heute, weil ich ja damals als Controller-Legende bekannt wurde, gibt es heute ein Controller-Only-Turnier auf meiner eigenen 1v1-Map. Der Map-Code der Map ist natürlich hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Im Chat natürlich Ausrufezeichen Map einfach und dann könnt ihr dort selber mitspielen. Ich weiß von ein, zwei Bugs, weiß ich, das Team arbeitet dran, sind Epic Games Bugs. Scheiß drauf. Kriegen wir alles hin. Aber, Freunde, heute mein Partner Scuff. Und jetzt kommt es. Mein Partner Scuff und ich, wir verballern heute insgesamt 3 Controller für die Community hier auf Twitch, ja. Das heißt, Xbox Scuff, PlayStation Scuff, PS5 Scuff, scheißegal. Kriegt ihr in meinem eigenen Design, ja. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, gerne die Seite von Scuff abchecken, Ausrufezeichen Scuff, gerne die Seite abchecken. Und ich werde euch dann natürlich im Stream sagen, wie ihr dann auf jeden Fall teilnehmen könnt. Da freuen sie sich sehr drüber, wenn ihr bei der Seite vorbeischaut. Auch natürlich in den YouTube-Kommentaren sehr doll gewünscht. Mit dem Code AMAR spart ihr auch 5%. Und heute habe ich die besten Controllerspieler Europas eingeladen zu einem 1v1-Turnier. Und ich würde sagen, lasst uns doch mal direkt zeigen, wer ist denn heute überhaupt mit dabei? Es ist mit dabei, meine lieben Freunde. Vortexia, ich glaube, der witzigste Mensch, den es gibt, weil er hat eine Facecam wie eine iPhone-Cam. Serhat, Controllerspieler. Moneymaker, ich glaube, der ist 13 und mit der beste Controllerspieler, den es weltweit sogar gibt. Garbix, super stark. Wolfies, unglaublich stark wieder geworden diese Season. Und auch Red Bull Athlet, sehr stark. Marco, Magel als Franzose, Destro als Franzose. Aras ist mit am Start. Finn FNBR ist mit dabei. Blessified, Griff ist mit dabei. Pyrus ist mit dabei. Lechi, The Big Lech, mein Neffe ist mit dabei. Vipex und Leitzen, die alle sind mit am Start. Die Runde startet immer mit 2x 90s. Ihr könnt nur mit Holz bauen. Man darf nicht mehr als 50% der Builds kaputt machen. Auch strong, damit man nicht splieft. Man darf nicht länger als 10 Sekunden einboxen oder auf dem gleichen Layer tapen. Also den Dietrichs Classic darf man nicht machen. Und nur die Rotpunkt AR und die mythische Shotgun. Das heißt, wir werden viele One-Pumps heute sehen. Die Controller-Spieler sind nämlich dafür bekannt. By the way, sorry to all the pros in my community that the wood walls have 151 HP. This is a bug of Fortnite. We are aware of this and we will fix it as soon as possible. Okay, Chat, wir gehen rein, oder? Chat, seid ihr gehypt? Seid ihr gehypt? Ja, ich hab übel Bock. Ich geh direkt auf Fletchy rauf. Wir gehen direkt rein. Oh, hat er... Warte mal, hat er so andere Audio-Settings? Ey, die fangen ja schon an! Geil! Er hat eine neue Audio. Ach du Scheiße. Okay. Eins in den Chat, meine lieben Freunde. Wenn ihr gehypt seid. Wenn ihr gehypt seid auf dieses Controller-Turnier. Controller-Legenden. Chat, so wurde ich damals erkannt. Isa, Camo, etc. Klar ist der Hype natürlich um Controller-Spieler natürlich ein bisschen verloren gegangen. Aber wir haben in FNCS etc. haben wir gar nicht so krasse Controller-Spieler mehr. Und deswegen freue ich mich umso mehr, wenn ich die Controller-Community supporten kann und die Controller-Community natürlich auch direkt das beste Produkt supporten kann, und zwar den eigenen Amar Scuff-Controller. Geistesgestört, wie gesagt, dicker Kuss an Scuff dort. Und ich hab Bock. Ich hab einfach Bock, Chat. Nontix, auch mit dem 25. Monat und wir sehen hier Lechi direkt schon 2 Kills. Chat, es steht hier 2-1. Ich will auch direkt reinschauen bei Mert. Viele haben ja über diesen Mert gesprochen, als wäre er der beste Spieler der Welt mit seinem Controller. Hat natürlich eine sehr, sehr schlechte Streaming-Qualität. Aber ich bin gespannt, was er mit dem Controller machen kann. Der Arm ist nicht aufgewärmt. Ja. Man muss immer ready sein im Leben, Chat. Digga, guck mal, wie er da die ganze Zeit klettert. Das ist ja übel smart. Fully pieced. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga, was macht er mit Moneymaker? Er ist unwarm plus nervös. Digga, dieses Klettern ist so krass. Ist er gut so in FNCS oder sowas? Er schenkt Reason manchmal so doll einen ein. Ja, aber Reason ist auch ein Troll, Digga. Oh mein Gott. Ey, das ist 1-0. Ich bin Walla komplett Dings. Ich bin komplett nervös. Ich mache nachher 1v1s auf der Map. Chat, ist mir egal. Das mache ich nach dem Turnier, ist mir scheißegal.
Oh mein Gott, Digga, was schenkt er denn Moneymaker ein? Junge, Moneymaker war für mich absoluter Favorit hier in dem Turnier. Ja. Wichtig, Wallah wichtig. Wallah wichtig. 2-0. 2-0, Chat. Wir gehen direkt weiter. Komm schon, Lecce! Zeig Griff, wer der wahre Controllerspieler ist. Eins in den Chat jetzt für Lecce, Chat. Komm mal, er braucht ein bisschen Liebe. Er braucht ein bisschen Liebe. Und er hat direkt eure Liebe gespürt, Chat. Er hat diese Liebe gespürt. Diese Eins in dem Chat hat er gespürt. Mhm. Oh mein Gott. Wir gucken direkt weiter. Was mit Serhat? Oh, Serhat kriegt ein Eingeschenk von Magel. Serhat kriegt ein Eingeschenk von Magel, Chat. Tini würde gewinnen. Ja, ich nehme nur Leute rein, die da auch kommentiert haben, Chat. Wie gesagt, Rubix hatte leider Gottes auch nicht kommentiert. Dann kann ich ihn nicht mit reinnehmen. Wisst ihr, wie ich meine? Das müssen auch schon Leute sein, die... Oh mein Gott, geil! Ich gucke Serhat zu, er gewinnt eine Runde. Das müssen schon Leute sein, die auch aktiv sind. Bro, mich juckt das nicht, wenn jemand 70.000 Earnings hat, so, aber dann auf meine Tweets und sowas nicht reactet, dann hat er Pech gehabt. Punkt. Wir gehen zu Moneymaker. Ey, Chat. Moneymaker wird gerade nass gemacht von Mert, unsere Wildcard. Alle haben gesagt, ey, Mert ist krass und so. Guckt euch das an. 4-2 steht es hier gerade. Ist hier gerade... Oh, warte mal. Da ist es gerade hier, das Endspurt. Endspurt 4-3. Mert führt mit 4-3, Chat. Und er hat gewonnen. Er hat gewonnen. Digga, Chat, Moneymaker. Der, okay. Wirklich, der europäische... I'm so fucking bad right now. Bro, I'm shaking. Der Chat hat gesagt, er ist der... Also, Moneymaker ist der krasseste Controllerspieler, den es gibt. Und er verliert gegen Mert unsere Wildcard. Lecce hat auch gewonnen, Chat. 6-4. Was mit Serhat? Zeig mal her, Serhat. Oh, Magel gewinnt gerade gegen Serhat. 4-2. GG. GG. I'm washed. GG, bro. Good game, good fight. Nice to meet you. Nice to meet you too. Good luck. Ciao. Serhat im Loser Bracket. Ich habe einen Big COC. In-game. Oh mein Gott. Oh, diese Edit Resets! Digga, Destro spielt sehr, sehr geil, Chat. Also die Edits von ihm sind sehr nice. Sehr clean. Ey, das sieht so scheiße geil aus. Ich gucke ihn gerade sehr gerne zu, um ehrlich zu sein. Also Destro spielt sehr, sehr clean gerade. Oh, wobei, er fällt auch ab und zu. Oh, er kriegt einen 80er. Aber La Travers. Guckt euch das an. Aber er muss doch auch einfach nur mal cranken, oder nicht? Ich wäre da so gerne reingegangen, Chat. Schaux mal lieber. Danke für den 14. Monat. Und er ist tot. Le Trefort. Da gibt es auch kein GG, Chat. Er hat verloren, da gibt es auch kein GG. No GG. Alright, das ist nice. For everyone listening now from the pros. So now, we will play the upper bracket step by step by step by step. Every round is played after each other. Okay? So I can watch all of you. Oh shit, es geht schon los. Alter, ich geh mal auf Vortexia rauf. Chat, Vortexia hat gegen Destro gerade sehr... Okay. Vortexia hat gerade gegen Destro sehr, sehr komisch gespielt. Sehr, sehr komisch. Und jetzt spielt er gegen Mert. Wo alle gesagt haben, das ist deren Favorit. Alle haben gesagt, Amar Moneymaker ist wieder da. Okay, geil. Dankeschön. Was sagt ihr zu der Klicks-Thematik, dass er jetzt gebannt wurde für 2 Wochen? Ich habe mir das gestern erst alles reingezogen. Er wurde gebannt, weil er geteamt hat, weil er von einem die ganze Zeit gestreamsniped wird. Dann sagt er denen irgendwelche Anweisungen und macht das dann so auf witzig. Ist für FNCS gebannt für dieses, für nächstes FNCS und kann damit auch nicht mehr beim World Cup teilnehmen in Kopenhagen. Wollt ihr mich verarschen? Er wird die ganze Runde lang verfolgt von einem so einem Streamsniper. Vortexia gewinnt 2-0. Also sorry, dass ich das Wort in den Mund nehme, ne? Aber das muss ich in den Mund nehmen. Ist so. Ich finde, das ist zu streng. Die hätten den manuell 100% entbannen müssen. Oder sagen, ey, du kriegst irgendwie für eine Woche Sperre, aber kannst FNCS teilnehmen. Also Klicks, guck mal, Klicks leistet sich ja schon öfter schon ein bisschen Scheiße. So Richtung Epic Games. Er hat ja auch seinen Creator-Code und so verloren. Also ich glaube nicht, dass sie ihn komplett lieben oder so. Weil er ist ja schon einfach so ein 18-jähriges ADHS-Kid, muss man ja schon sagen. Ich mag ihn sehr gerne, aber er ist einfach schon ein ADHS-Kid. Und, oh, hier kracht's. Aber nichtsdestotrotz, so, er ist halt einfach ein... Oh, 2-1.
Und man muss ja schon sagen, er hat einfach schon auch sehr, sehr viel für Fortnite getan, Digga. Muss man auch schon sagen. Wir gehen direkt auf März-POV mal rüber. Stupsi, danke für den 20. Monat. Digga, seit wann kann der das? Zwei HP! Also ich carry Fortnite content-wise, Chat. So, er carried Fortnite halt so NPC-wise. Weil ihm gucken nur NPCs zu. Oh mein Gott, er wird halt komplett geholt, ne? 3-1, Chat. Ey, was tu ich, Digga? Oh mein Gott! Ja, Bruder, warte mal ganz kurz. Hallo? Aber was ich nicht verstehe, macht man in NA übelst leicht Subs? Digga, weil Klicks hat einfach so 12.000 Subs oder so. Das ist so geistgestört. Er hat aber auch 30.000 Viewer. Oh, schön! Nicht Metall aufgeben! Die ersten 5 Minuten vom Stream macht er schon 200 Subs. Durch was? Ja gut, dass wir das auch immer machen, Chat. Ich seh ihn nicht mal. Ist vorbei, GG's. Zum Glück ist das vorbei. Ich juckt mich gerade auch nicht, dass ich rausgeflogen bin, aber das ist echt der schlimmste Gegner, gegen den ich spielen durfte. Hört auf, ihn zu beleidigen, Digga. Ich würde doch, also, es ist ganz verständlich, dass er so spielt. GG's. GG's. Vortexi, I think you will make the race today. Tonight. I think you're the best player here, yeah? Ja. Yeah, einfach hier. Ups. Emsi, gib mir meine Maus. Gottsentchen. Oh mein Gott. Da ist der erste Chat. Es geht um Tod und Ehre. Dortmund geschickt und von Dortmund dann nach Hamburg. Das ist so ein Pain alles. Also einfach nur, weil ich liegen geblieben bin. Nice. Oder ich hätte 2 Tage in Stuttgart bleiben müssen. Aber da habe ich gesagt, nein. Ich habe meiner Community versprochen, ich bin jetzt mal wieder ein paar Tage zu Hause. Das geht nicht. Ich muss mal wieder ein paar Tage... Oh mein Gott! Ich muss mal wieder ein paar Tage zu Hause sein. Lass einfach über Gott und die Welt reden sprechen, Chat. Weil diese Fights ziehen sich ziemlich doll. Ich hätte nicht gedacht, dass die Fights sich so doll ziehen. Ja, safe. Vielen Dank, Rubix. Digga, Kuss, Digga. Oh mein Gott, Gott sei Dank, Digga. 2-1 jetzt, Lecce. Und jetzt kracht's. Ist halt sehr, sehr, sehr dumm von ihm. Dass er das halt dann annimmt und so. Ja, das ist alles dumm. Aber der andere wurde nicht gebannt. Und der andere, das war sein... Gott sei Dank. Und der andere, by the way, wurde nicht gebannt und das war sein 2. Account. Und ist halt ein Stream-Sniper. Also morgen seht ihr dann das erste Video. Magel gegen Lecce Teil 1. Übermorgen Teil 2. Und in 3 Tagen Teil 3. Und dann seht ihr den Rest vielleicht der Highlights aus diesem Video. Oh mein Gott! Perfekter Peak! Geil! Ich hoffe, dass wir dieses Jahr nach diesem Turnier auf jeden Fall durch sind mit dem YouTube-Content für dieses Turnier. Vielleicht müssen wir das Finale noch auf 2024 schieben, Chat. Oh, was ein Hit. Dann machen wir einfach eine Netflix-Doku draus. Oh, und er hat gewonnen. Okay. GG's. GG's. Ich hoffe, das wird ein bisschen spannender. Garbix gegen Pyros. Wir sind erstmal auf der Garbix POV drauf. Und es wird spannender. Wir reden über Spannung und Garbix zeigt, was er drauf hat. Nein, er misst. Oh mein Gott, er schießt nicht. Er schießt nicht. Digga, das wird ein Lecce gegen Vortexia Finale, Chat. Sag ich. Okay, das geht ziemlich schnell. Das ist schnell. Pyros ist crazy, schreibt einer im Chat. Easy win for Pyros. Okay. Digga, wir haben hier halt auch so eine kleine. Also vom. Oh. Digga, vom. Warte mal. Wow! Chat, wir haben hier gerade so eine kleine Controller-Europameisterschaft, die wir eigentlich hier im 1v1 machen, oder? Das ist schon so eine kleine Europameisterschaft in 1v1-Controller. Und da ist er. Bist du am Start, MJ? What the. Oh mein Gott, er wird gebumst! Pyros POV Chat. Oha! Digga, wie clean sind seine Edits bitte? Okay, ich hab gelogen. Ja! Oh mein Gott, Pyros! Was macht er da?
Oh oh. 4-4. 4-4, Chat. Jetzt heißt es nicht First to Five, sondern Ping-Pong. Bedeutet, wer als erstes zwei Siege hintereinander holt. Oh mein Gott, krass. Ein Sieg noch. Wir gucken uns gleich noch Dings an. Die Standings. Krank. Er wird gewinnen. Wenn er jetzt... Er braucht ihn halt nur noch einen 70er-Hit geben, dann ist durch. Ein 40er-Hit noch, dann ist durch. Es ist so krass. Digga, der Typ spielt unglaublich gut. Ich hatte Pyros gar nicht auf dem Zettel. Und er geht auch jedes Mal, wenn er runterspringt, immer nur auf den Right-Peak-Sprung, ne? Also, dass man an solche Kleinigkeiten denkt, das ist so krass. Und er blockt ihn die ganze Zeit ab. Und fertig. GG's. GG's, guys. Holy shit, what the fuck? Und jetzt als letztes haben wir gleich... Aus dem Upper Bracket Round 2 haben wir Wolfies gegen Marco. Es könnte natürlich auch ein Lecce gegen Wolfies Finale werden, Chat, ne? Darf man auch alles nicht vergessen. Kann passieren, kann passieren. Mods, gerne nochmal den Link rein. Oh oh. Oh oh. Oh mein Gott. Weißt du noch, als du das announced hast? Ja. Ganz toll. Schade. Okay, 1-0 jetzt. 1-0 jetzt für Marco. Er ändert einfach seine Sensitivity, Digga. Aber sehr sympathisch, die Jungs unterhalten sich. Oh mein Gott. You're a bit, bro. Why are you toxic? Oh mein Gott, es steht einfach in der Stair. Warte mal. What do you mean I'm not confident? 2-0. It's 200 pump, I don't wanna risk anything. Yeah, you're scared. Why are you scared for? It's Wolfies, World Cup winner. You're playing on controller and you're scared of the... Nah, this is getting too cringe. I can't see my mechanics, bro. Protexia, fuck it. Protexia crazy, why you... Oha! Digga, wie gut ist dein Wolfies, bitte? Nicht nur gut aussehend? I'm not seeing anything. Sondern auch cracked. Okay, hier ist ein bisschen Salz drin auch mal, Digga. Jetzt feier ich. Why are you Oh, you're cringe like that. You didn't read the rules, bro. Hä? I don't care the rules, I gave you fucking... You didn't read the rules. What rules? You died the fucking foul damage. You can fire as long as you want, bro. You didn't read the rules. Digga, warte. Nein. You should shut the fuck up. Okay, no. This is not a round for Wolfies. Ist still 2-0 für Marco. Aber warte, ich lass sie noch ein bisschen reinsalzen. Ich lass sie noch kurz ein bisschen reinsalzen, Chat. Mal schauen. Oh, don't get too hot, okay, yeah. 2-1, bro. What's the score? 3-1? Shit. No, it's 3-0, guys. It's 3-0. 3-0? Yeah. What, I lose the point? Yeah, you lose the point. You should have not shooted him. When you commit on reset, then you reset. Nah, that's crazy. Yeah, that's what I mean. WVMR, bro. Nah, that's crazy. Keep up your mentality, Wolfies. Come on. WMR. Egal, minus ein Freund, dafür plus ein Freund. Marco und ich gehen jetzt in die Clubs. Wir sind auf Marco drauf, Chat. Oh mein Gott, Digga. Er macht ihn einfach 4-0. Er macht ihn einfach 4-0, Chat. Marco ist crazy. Opa! Opa! Digga, was hat der für Mechanics? What? Das war niemals Controller. Oh, you're crazy. Stark. Okay, 5-1. 4-1. 4-1, Chat. Da steht eine 2, aber das zählt nicht. Die eine Runde zählt nicht. Digga, dieser Marco hat immer High Ground, Chat. Das heißt, egal wer gegen ihn spielt. Bro, what the fuck? Der wird Probleme haben mit High Ground. Mert ist rausgeflogen. Hals, Maul, Mert. Ach du Scheiße. Ich muss sagen, bei dem Fight tut's mir, also, der Fight tut's mir sogar ein bisschen an. Den finde ich sogar richtig geil. Der hat Scorer Reset, Chat. Der hat 1 Milliarde % Scorer Reset. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er das einfach so schafft mit dem Controller. Es geht doch mich keine Klär einfach nicht. I can't reset. Fuck. I don't know how that would no damage though. Seine Finger haben einfach Sixpack, Bro. Yeah, oh bro. My god!
Okay, okay, okay. Vielleicht da nochmal Spannung. 4-2. Warum hat er jedes Mal Instant High Ground? Das ist so krass. Digga. 1, 2, that's the same layer. 3. Yeah, that's the same layer in your ass. Ey, ich glaub, die mögen sich. Is there like fucking number? Is there any rules like that? No, he's right with 10 seconds. And you cannot shoot 50% of the belt as well. Yeah, yeah, I saw that. Ich bin so ein guter Schiedsrichter. Yeah, like you can't chop out the whole fucking build for it, basically. Yeah. Verlierer spielt gegen Aras. Wow, you are so fucking good. Sir Jamin. Just okay, this was quick. Thank you guys. Thank you. What thank you mean quick? This was quick. This was this really was like quick. 10 years and my phone died because we played so much. New iPhone came out. Okay, GG's guys, well played. Am I lower bracket or am I done? Your lower bracket, yeah. Hey bro, I trust Wolfies. You win low bracket, then we again go. Bro, I would rather die. Okay, it was nice to seeing you. I will not see you maybe in finals if you don't wanna 1v1 me again, okay? Okay, catch you later, guys. Okay, Chats. Ach du Scheiße, Digga. Ich hoffe, es kommt gleich ein Rematch. Okay. So. Jetzt als nächstes, Chat. Haben wir gleich. Okay, everyone, wait with their match, please. Vortexia versus Lecce, wait, please. Pyros against Marco. Und dann haben wir das Lower Bracket. The Lower Bracket can already start playing, by the way. You can start playing then. Das ist geil. Das ist eine sehr, sehr geile Idee. Und wir losen das dann aus im Stream. Und zwar am 1-0. 70 hat 2 AP, oder? Das ist halt schon ein lausiger Bruch, den ich überleiten wird. Wow! Ein lausiger Bruch, den dieser Team erleiden wird. Okay, Chat. Wir lassen beide parallel laufen. Das macht viel mehr Sinn. Dann haben wir vielleicht ein bisschen Action. Vielleicht. Guys, new rule. You gotta use the SMG, please. Ja, blau. Einfach nur, damit es halt schneller geht. Wait, are we dropping red dot now? Or keep it as well? I would say drop it. Alright, cool. So just Mythic Shotgun and SMG, yeah? Yes, yes, yes. Okay. Okay, good luck. Neue Regel. Mal schauen, ob es jetzt mehr kracht. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott, meine Pump drückt nicht ab. SMG. Was war das, Digga? Double Break meine ich. Jetzt spielen sie einfach Double Layer, Chat. Sie spielen jetzt einfach Double Layer, damit man die SMG... Ah! Geil, ich freue mich auch schon sehr aufs Finale. Ich hoffe, Scuff ist auch zufrieden. Ich bin zufrieden. Das war zwischenzeitlich sehr zäh, leider. Aber wir haben wieder was gelernt. Wir haben wieder ein neues Turnier gemacht, wieder was gelernt. Wir machen so viele neue, geile Turniere und wir lernen immer wieder was. Und das freut mich, Chat. Und das freut mich. Finale. Oh. Okay, so. Wir können reingehen. Pyros gegen Vortexia, Chat. Die beiden Controller-Legenden. Ist das geil. Garbix ist off. Zack, zack. Die treten gegeneinander an. Wir gehen direkt auf Pyros. Oder nee, ich fange mit Vortexia an. Guck mal, Chat. Buildfights mit unendlich Mets hat er natürlich cringe gespielt. 100%, ich bin nicht bei euch. Aber jetzt in Realistics zeigt er doch auch, was er drauf hat. Wisst ihr, wie ich meine? Da zeigt er doch auch, was er drauf hat. Der ist ja gar nicht so scheiße wie alle, die gerade. Okay, doch, anscheinend schon. Ja, okay, doch schon. Er ist doch schon ziemlich kacke. Wir gehen direkt rein. Er steht 1-1, Chat. Er steht 1-1. Und die beiden fighten schon ziemlich geil. Ich würde es gewissermaßen auch Vortex ja einfach gönnen, das Ding hier zu gewinnen, um ehrlich zu sein. Ey, hier, Pyros, der gibt halt nur 200er, ne, Chat? Pyros gibt so viele 200er, das ist geistgestört. Ah. Würde mich stören.
Digga, es ist. Es ist halt so. Es ist halt so geistgestört, was der Mechanically drauf hat, der Junge, ne? Junge, der ist so clean, als wäre der Keyboard-Spieler. Ich feier das so sehr. Oh mein Gott, ja. Guckt euch das. Auch diese Double Edits. Double Edit, instant Waffe draußen, instant schießen können, das ist. Das ist so krass. Das ist so krass. Es ist, Digga, wie, warum schafft das jedes Mal, die Leute einfach so krass zu one-pumpen? Ich verstehe das nicht. Auch diese Hintergrundgeräusche. Diese Hintergrundgeräusche sind es einfach. Wer ist Finale? Vortexia gegen Pyros, Chat. Pyros für mich jemand ganz Neues, by the way. Was, jemand ganz, ganz Neues. Was hast du geholt? Mein Controller. Damit ich gleich zocken kann. Scheiße! And this is a GG. Oh, it's finished? It is finished. Oh, okay, okay. C'est fini. Yeah, c'est fini, mon frère. C'est fini, mon frère. Yes, yes. Mon petit frère. Yeah, yeah, I am here. Yeah. Holy shit. So basically what happened right now is that you just became the best controller player in whole Europe. Yeah, bro. Thank you, thank you. How much earnings you have? I have, I think, 8k. 8k? PC. Yeah, I don't play on console. Ah, uh-huh. Why don't you play on console? I don't know, bro. I think I'm gonna buy soon. Yeah, you should play on console too. Yeah. Holy shit. What's about you, Vortexia? How many earnings you got? 27. Sorry? 27k. 27k. How many finals have you guys two, have you two guys, nice, have you two been, like FNCS finals? Or grands? Yeah. One. Yeah, I don't have, but I have picked up two on it, I think. I have six hits, I think. And I have, on every hit, I have top two, bro. The last hit, I have top two. Eight. Yeah. Heats. Ah! I have every time top two and I have never played grand. Ah, okay, I got it now. okay, that's actually fucking cool. Pyros, fucking shoutouts to you, man. Mods, macht mal den Link von Pyros rein, bitte. Lass dir gerne ein Follow da. Das ist sehr, sehr geil. Wait, are you playing in an organization? No, I don't know. Okay. Maybe you have to talk to Gotaga, huh? Oh, yeah, yeah. Ah, maybe. Inshallah. Inshallah, my friend. Yeah. What's about you, Vortexia? Are you in an orc right now? Yeah. Which orc? PRM. Oh, okay. That's nice. How much salary are you giving? Nah, don't tell. I'm just joking. Okay, guys, thank you very much for participating. You both are legends. Like, and also for the chats, like, Vortexia was playing in a different kind of way in the 1v1s in free build, but still managed to come into finals on the realistics. So don't blame him. He played really good and made a lot of 200 prompts. So, you know, this is really important. Okay, guys, well played. Yeah. Thank you very much. Yeah, okay. Yeah. Goodbye. Bye-bye. Thanks for invite. You're welcome. Mega geil. Pyros hat gewonnen, Vortexia hat verloren. Trotzdem, beide kriegen jeweils einen Scuff. Und jetzt kriegt ihr noch einen direkt in der Herchat. Genau. Das war's von mir. Dankeschön für das geile Video. Hä? Warum bedanke ich mich für mein eigenes geiles Video? Dankeschön fürs Teilnehmen und danke fürs Zuschauen. So, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und schwarz-weiß. Ich sehe alles nur in Farben, nie mehr Hard Times. Ja, ich lerne aus meinem Versagen. Sag die Wahrheit. Musste alles hier ertragen, nie mehr Hard Times.